The vampire's mercy is playing on his thoughts. I see that clearly on his face. Perhaps Laura reminded him of poor Claudia. Seeing his beloved Marie again has brought it all back to him. Marie's love is all he has now, and the hope of holding her again, the only hope. He is close now, close to the bitch who commands these vampire vermin. Gabriel will make her pay for the injustices he has felt at her hands. She is powerful. She will try every trick in the book to tempt him to her cause. There is just the small matter of the clockwork tower to overcome first. Another mad invention of Frankenstein that I hope will only delay his sweet revenge. Haben die Bitch gerade wirklich mit Hündin übersetzt? Das ist nicht ganz adäquat, würde ich sagen. Aber okay, schauen wir rein. Das nenne ich mal eine Orgel. Wenn es denn eine sein soll. Es sieht sehr orgelmäßig aus. Oh, falsche Taste. Hallo, ich habe gedrückt. Gut, wahrscheinlich dadurch, dass ich auf die Stadttaste mitgekommen bin, war es dann auch egal. Ja, ja, ich halte ja schon. Ich weiß nicht, braucht man eine Orgel in einem Uhrturm? Ich bin mir nicht sicher. So, gehen wir erstmal einfach hier drüben lang. Keine Ahnung, wo wir genau hin müssen. Aber ganz falsch wird es nicht sein. Ich muss ja sagen, diese Balanceakte kann ich überhaupt nicht ausstehen. Vor allem, wenn die Kamera schräg steht zum Balken. Ganz hässliche Angelegenheit. Ups. Okay, ich glaube, hier werden wir Geduld brauchen. Sonst werden wir wahrscheinlich sehr schnell in irgendeinen Abgrund springen. Ah, oh Gott, ich dachte, ich bleibe an der Kante stehen. Kann doch keiner mit rechnen, dass wir hier... Schaffe ich das? Nein, natürlich nicht. Dass man hier einfach ohne Kante in den Abgrund fällt. Sonst hat man immer eine Kante. Wenn ich hier an den Rand gehe, bleibe ich auch stehen. Dieses Spiel, man kann sich auf nichts verlassen hier. Okay, die nächste Plattform ist meine. Ups, ja, reicht. Mehr brauche ich nicht. Mir reicht ein Viertel Quadratmeter, um zu stehen. Gut, dann bin ich diesmal halt ein kleines bisschen geduldiger, bis wir in der Nähe davon sind. Und latsche nicht wieder über die Kante hinaus. Ah ja, na klar. Das wollte ich schon immer mal tun. Durch ein laufendes Zahnrad springen. So, ab nach unten. Und dann müsste irgendwann mal die nächste Plattform kommen, damit ich gleich noch eine Chance habe, da wieder drauf zu hüpfen. Sehr gut. Okay, wir sind im Rennen. Nach oben. Ah, hier drüben können wir lang. Alles klar. Wieso hältst du dich... Oh, Typ, wieso hältst du dich dort nicht fest? Na, wenigstens wird man hier abgesetzt. Ah, dieser Kerl. Manchmal hält er sich in Kanten fest, manchmal nicht. Manchmal läuft er über Kanten drüber, manchmal nicht. Ich verstehe es nicht. Sehr inkonsistent irgendwie. Okay, dann warte ich diesmal wirklich bis zum letzten Augenblick, bevor ich springe. Oh! Oh, what? Wirklich? Oh, ich hasse euch. Das wird mein absolutes Lieblingslevel werden. Ich sehe es schon kommen. Gibt's hier drüben eigentlich was? Nee, ne? Oh, wie ich dieses Level lieben werde. Immerhin schaffe ich es jetzt mal zu balancieren, ohne dabei... beinahe abzustürzen. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Es wird doch langsam.
Okay. Gabriel. So. Machen wir das mal im Eilverfahren hier. Hops. Da warte ich dann jetzt vielleicht doch lieber, bevor ich runterspringe. Na komm schon, lass dich nicht so bitten. Zack. Auf zur nächsten. Ah, das schaffe ich nicht mehr. Schade. Ganz so schnell bin ich dann doch nicht mit Hüpfen. Beziehungsweise ich hätte es vielleicht schaffen können, an die Kante davon zu kommen, aber ich vertraue den Kanten nicht mehr, was das sich dran festhalten angeht. Ich könnte theoretisch auch nach links, ne? Aber keine Ahnung, ob ich da besser komme. Nee, ich... Was? Was zur Hölle? Bin ich jetzt gerade abgeglitten von irgendwas da oben, oder? Ich verstehe das Level-Design gerade nicht so ganz. Kann es mir jemand erklären? Oh Gott, oh ja, schön. Hier geht er dann hoch. Das ist schon mal sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht doch nach links probieren sollte. Irgendwie scheint er hier nicht hochgehen zu wollen, ne? Nein, jetzt hält er sich fest. Du willst mich doch trollen, oder? Gut, ist alles okay. Alles gut. Ich akzeptiere es so, wie es ist. Ich kann damit leben. Solange ich am Ende irgendwie vorwärts komme. Gut, Zwischenspeicherpunkt. Wichtig angesichts der Tatsache, dass mein Leben nicht mehr so gut aussieht. So, Gabriel, schön oben bleiben. Und dann... Nein, nicht abstürzen. Und dann setzen wir mal unseren Weg in Richtung Gespratzel fort. Ja, was soll ich hier tun? Oh, natürlich. Wir sollen durch die Elektroscheiße durch? Das ist eine gute Idee. Dann müsste es hier bloß mal aufhören irgendwann. Denn, ja, das ist dann wahrscheinlich eher ungemütlich, wenn man da reingerät. Kann ich denn hier irgendwo was umstellen daran? Nee, ne? Ha. Also, ich will ja keine Kritik üben, aber wie soll ich weiterkommen, wenn da noch dieses Ding ständig im Weg ist? Gab es hier drüben noch was, was ich irgendwie verpasst habe? Lass nochmal kurz zurückgehen. Also, dort komme ich ja ganz offensichtlich gerade nicht weiter. Gibt es irgendeinen Schalter oder irgendwas, was meiner Aufmerksamkeit entgangen sein könnte? Ja, ist ja gut. Stell dich nicht so an, Gabriel. Bleib einfach oben. Nee, hier drüben ist nichts, was ich noch irgendwie bedienen könnte. Das ist ja eine ganz große Klasse, also... Keine Ahnung. Das sieht mir schon wieder nach so einer Stelle aus, die... für meinen Verstand zu unlogisch ist. Wahrscheinlich ist es eine relativ simple Lösung, aber die will mir nicht einleuchten. Also ich muss sagen, die Logik des Spiels und meine Logik, die gehen nicht so ganz konform, ganz oft miteinander. Die Rätsel finde ich meistens gar nicht mal so rätselhaft. Dafür aber ganz gewöhnliche Stellen im Spiel. Kann ich vielleicht so darüber kommen? Nee, okay. Ich dachte halt vielleicht abstoßen und dann... Oh, das geht tatsächlich. Moment, das muss ich nochmal probieren. Wir warten erst einmal kurz ab, bis das da weg ist, das Gespratze. Nee, das schaffe ich nicht. Also es kann auch sein, dass ich mich zu blöd anstelle, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es klappt, dass es klappen könnte. Hm. Gut, andere Idee. Oh Gott, das war nicht die richtige Richtung. Ja, das ist jetzt natürlich besonders cool in Sachen Koordination. Ich wollte jetzt direkt rüber auf diese Plattform springen. Aber das könnte verdammt schwierig werden, da den richtigen Winkel mit dem Analogstick zu finden. Oh Gott, nee, das geht nicht. Der springt automatisch von der Wand weg.
So, und da ist es jetzt gut, dass wir den Checkpoint hatten. Dadurch ist es dann doch nicht ganz so weit. Okay. Wir sollten uns irgendeine Alternativroute suchen, glaube ich. Jetzt stell dich nicht so an wie so ein besoffener Affe, sondern latsch über den verdammten Balken drüber. Das könnte sogar ich. Und zwar ohne die Arme zu benutzen dabei. Der ist so breit. Kommt man hier drüben irgendwie lang? Nee, ne? Ha! Ich bin schon wieder an der Stelle hier und versuche es schon wieder auf die Art und Weise. Aber es klappt immer noch nicht. Ich meine, ich kann es auch noch 5-mal versuchen. Wahrscheinlich wird es dann immer noch nicht klappen. Tja, Leute, ich habe es bald mir gedacht. Ich werde schon wieder pausieren müssen, um etwas rumzuprobieren. Bis gleich. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Passt auf, es ist total simpel, wie ich mir dachte. Es war nur eine Funktion, von der ich noch nicht wusste, dass wir sie können. Also, wenn wir uns 2-mal abdrücken, stößt es sich aus irgendeinem Grund doppelt so weit ab. Ja, das ist das ganze Geheimnis, wie wir an dieser Stelle weiterkommen. Da soll mal einer drauf kommen. Ich wusste ganz ehrlich nicht, dass wir, wenn wir uns 2-mal abdrücken, dann einfach weiterspringen. Das war mir bisher irgendwie nicht bekannt. Weiß nicht, ob das irgendwo mal erwähnt wurde. Aber, naja. Sehr zweifelhaft, solche Sachen, finde ich. Gut, Physics in solchen Spielen. Was soll man dazu sagen? Oh. Man sollte dazu sagen, die Kanten sind glitschig. Pass auf, dass du nicht runterrutschst. So, wo müssen wir denn hin? Ah, da oben ist eine Kante. Okay. Hops, dann springen wir doch direkt mal dran. Und schauen mal, ob es das jetzt schon war für den nächsten Speicherpunkt. Oder ob wir noch mehr erreichen müssen. Na, ganz geschafft zu haben scheint das ja noch nicht. Oder der Sprung ist etwas weiter. Da benutzen wir doch mal... da benutzen wir doch lieber mal unsere Boots, würde ich sagen. Ja. Sicher ist sicher, ne? Okay. Das sieht einfach nur nach einer simplen Hangelpartie aus. Oder auch nicht. Machen wir es dann vielleicht doch mit einem Hüpfer. Gut. Sehr schön. Oh nein, nicht... Oh Gott, ich dachte gerade schon, ich stürze hier in die Tiefe, weil ich mich einfach zu dörpig anstelle. Wir haben mal wieder sicheren Boden unter den Füßen erreicht. Das ist doch schon mal was. So, erstmal schön Magie aufladen. Leben wäre auch schön, aber Magie ist ja schon mal was. So, kurz schauen, wie sieht's hier aus? Aha. Ah, das dritte scheint keinen Spratzler zu haben, wa? Jetzt. So, genau. Okay, kein Ding. Simples Beobachten und dann handeln, wenn es notwendig ist. Halt, nein! Oh, oh Gott, diese Steuerung, sie macht mich wahnsinnig. So, erstmal nehmen wir den Freund hier drüben aus. Der braucht seine Habseligkeiten sowieso nicht mehr. Und unser Leben ist wieder voll. Ich danke vielmals. Ich wusste gar nicht, dass das Leben sich auch dann auffüllt, wenn wir das Medaillon noch gar nicht voll haben bei den Lebenssteinen. Alles sehr schön. Gefällt mir. So. Es sieht schon wieder stark nach einem Kampf aus hier. Liegt hier was? Nee, ne? Oder? Nee, okay. Kann man sich ja nicht so sicher sein. Kurz die Ecken absuchen, ob wir irgendwo was haben, was wir hier noch sammeln könnten. Sieht aber nicht danach aus. Na dann, stürzen wir uns mal ins Getümmel. Was auch immer für ein Getümmel gleich kommen wird. Ich vermute, es wird ein vampirisches Getümmel sein. Oh shit, wer bist du denn? Ach nein, na sieh mal an, wer wieder da ist. Ist das nicht nett? Es gibt ihn noch. Und er wirft jetzt mit Gegenständen? Oder was soll das darstellen über deinem Kopf? Ja,
Er wirft mit Gegenständen. Oh, komm, die Blitze sind unfair. Dann würde ich sagen, umkreisen wir dich einfach ein bisschen. Ich glaube, die Taktik hatte ich beim letzten Mal auch schon angeschlagen. Allerdings hat er da noch nicht mit irgendwelchen Zahnrädern geworfen. Ich komme gar nicht so schnell zur Seite weg. Gut. Ich werde wahrscheinlicherweise ein bisschen auf Lichtmagie setzen müssen hier dabei. So, reicht. Stimmt. Auch die Schattenmagie könnte uns hier helfen. So, schön auf Abstand bleiben. Oh, das war nicht Abstand genug. Ich warte noch auf seine nächsten Blitze. Ah, da sind sie. Ha. Und der noch. Wunderbar, den wollte ich noch haben. So, mein Freund. Ich würde sagen, das Glas zerstören wir diesmal doch endgültig. Etwas, was er schon längst hätte getan haben sollen. Diesmal ist es wirklich vorbei. Beim letzten Mal war Gabriel noch etwas zu nachsichtig gewesen mit dem Ding. Beziehungsweise, wahrscheinlicherweise hat er gedacht, er hätte es schon hinter sich. Aber jetzt sind wir das Scheißding endlich los. Und Frankensteins Machenschaften können uns mal am allerwertesten bleiben. Ich denke, damit haben wir es auch fast geschafft, oder? War doch bestimmt so ein bisschen der Endfight hier in dem Level. Ich muss ja sagen, ich finde die Statue endlos geil. Hiervon. Also was das Design angeht, haben die sich schon echt Mühe gegeben hier. Und wieder mal ist mein Lichtmagiestein durch die Schatten gegangen, durch die Lappen. Ich war gerade so mit Schattenmagie beschäftigt im Kopf. Durch die Lappen gegangen. Das ist natürlich ärgerlich, dass ich die alle verpasse, weil ich Lichtmagie sehr mag. Habe ich schon mal erwähnt, glaube ich. Aber naja, wie gesagt, werde ich noch alles sammeln. Wie schon im Level davor gesagt, wo ich ja auch einen verpasst habe. Und dann im Nachhinein noch irgendwie dazu holen. Und damit kommen wir zum vorletzten Level, was die Vampire betrifft. Olrox, das klingt nach Spaß. Ich kann mir vorstellen, was es ist. Also, beziehungsweise, dass es ein Kampf ist und dass es ein Gegner ist. Sozusagen der Leibwächter der Vampirin oder so. Aber ich weiß es nicht genau. Schauen wir doch einfach mal. Ich freue mich.